Und auch schon wie im letzten Video, wo ich 1000 Blöcke Godbitch-Hustos gemacht habe. Es war natürlich alles nicht echt. Wir machen einmal kurz den Chat wieder an. Und ihr seht jetzt schon, Block wurde geplaced. Und wir sehen jetzt hier, es ist einfach nur ein Befehl. Das heißt, ich kann hier so rumlaufen, die Blöcke werden geplaced. Was ich noch gemacht habe, ist einfach Linksklick gedrückt gehalten. Und so sah es halt aus, als wenn ich Blöcke bauen würde. Und ja, das könnte ich theoretisch in die Richtung unendlich machen. Und ja, es war alles nur ein kleiner Command. Ich kann euch jetzt einmal kurz die Gommet-Szene Uncut zeigen und ohne schwarze Ränder und alles. Und ihr seht, es war nicht auf Gomme links, das Scoreboard war übrigens auch auf Gomme schon extra so schlecht rein editiert, dass man es halt sieht, dass es auf Gomme schlecht rein editiert ist. Und auch in der Singleplayer-Welt, also selbst auf Gomme habe ich nämlich das Fake-Scoreboard reinkopiert, um das dann so ein bisschen verwirrender zu machen. Da unten ist nämlich ein Dirtblock, wir gehen einmal kurz runter und dann gehen wir einmal in den Game Mode 1, bauen uns hier einmal kurz runter, sorry für den Sound, ich habe leider diesen Extra-Chat gerade noch an, also den Sound davon aktiviert. Und was wir jetzt hier halt sehen, ist die Redstone-Schaltung. Ja, das Ganze einfach nachzubauen, und zwar nehmt ihr euch einfach einen Command-Block, Redstone-Block und Command-Block. Macht hier die Set-Block-Koordinaten einfach noch von hier, Set-Block, das hier, das sind halt die, wo ich rauf gucke, also auf den Redstone-Block hier vorne. Macht dann hier Set-Block, Minecraft, Doppelpunkt, Redstone-Block und macht hier genau dasselbe, nochmal diese Set-Block-Koordinaten und dann Minecraft, Doppelpunkt, R. So, jetzt habt ihr hier eine endliche Redstone. Wenn ihr das einmal kurz abbaut und hinsetzt, dann seht ihr, hier wird die ganze Zeit ein Block dran geplaced und das ist halt ein Signal, was so ziemlich, keine Ahnung, 30 mal die Sekunde oder so ausschlägt. Und dann müsst ihr halt einfach noch einen Comment-Block ran machen mit dem Execute-Command, den werde ich euch aber auch in die Beschreibung packen. Ja, und dort macht ihr einfach einen Comment-Block ran mit, oh mein Gott, execute at all, was war das? Das war, glaube ich, set-block, die Koordinaten, minus 1, 1 da unter, mein Gott. Doppelpunkt Sandstone. So. Und jetzt habt ihr hier diesen Command, den werde ich euch auch nochmal in die Beschreibung packen. Und jetzt habt ihr hier halt quasi immer einen Sandstone-Block, der unter euch geplaced wird. Und ja. Was man auch im Video gesehen hat, dass ich nach der Zeit gefällt habe, das Goldbötchen, das liegt einfach daran, und entschuldigt den Sound. Ich mache einmal kurz Sounds aus. So. Das liegt nämlich daran, wenn ihr zu weit weg seid, dass der Command-Block nicht mehr geladen wird. Und zwar hier. Seht ihr, dass da wird einfach der Comment Block nicht mehr geladen, und sobald ich halt gleich wieder in den Chunk reingehe, wird hier der Comment Block, also der Chunk vom Comment Block wieder geladen, und ab hier ist halt der Chunk vorbei, deswegen wird es hier halt nicht geladen, hier schon, hier wird es halt nicht mehr, oder teilweise wird manchmal der Chunk auch mitgeladen, aber wenn ihr jetzt hier ein bisschen weiter geht, dann werdet ihr auch gleich sehen, dass gleich dieser Chunk nicht mehr mitgeladen wird, hier wieder, und wenn ihr jetzt zurückfliegt, müsst ihr bis da hinten wieder zurückfliegen, weil der Chunk halt geladen werden muss, und ja. Ihr seht, wenn ich jetzt wieder hier dran bin in diesem Chunk, werden jetzt hier wieder die Blöcke geplaced. Und ja, das war eigentlich das ganze Geheimnis.